begrüße recht herzlich alle Medienvertreter hier im Medienclub, natürlich alle Zuschauer, alle und auch alle Besucher im Business Club. Recht herzlich begrüßen möchte ich den Trainer der Adler Mannheim, Harry Kleiss, und natürlich unser Trainer Rick Arono. Gratulation zur 1-0-Sieg nach Penaltyschießen. Harry Kleiss, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, dass die Zuschauer heute ein sehr unterhaltsames und spannendes Spiel gesehen haben, obwohl es nach 60 oder 65 Minuten keine Tore gab. Für mich hat Krefeld eindeutig besser in das Spiel gefunden als wir. Wir hatten mehr als ein paar sehr, sehr gute Torchancen, die irgendwie nicht ins Tor reingegangen sind. Und nach 40 Minuten haben wir gesagt, wenn wir 0-0 in Krefeld spielen nach 40 Minuten, dann sind wir dabei, dann sind wir im Spiel. Wir haben uns immer besser im Spiel gefunden, ins Spiel gefunden. Und im letzten Drittel nach einem unglaublichen Teamleistung, Mannschaftsgeist, wie auch immer das man nennen möchte, in Unterzahl, haben wir doch unser Tor dicht gehalten. Wir hatten das eine oder andere Chance während dem Spiel, aber nicht von der Qualität der Krefelder. Wir wissen, das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, technisch sehr stark, auch mit zu Recht mit sehr viel Selbstvertrauen spielt. Wie gesagt, obwohl nach 65 Minuten keine Tore gefallen sind, ist das 1-0 für uns ein sehr wichtiger Sieg. Lob an meine Mannschaft. Die haben heute wirklich nach einem schleppenden Start sehr, sehr guten Spiel gefunden und einfach den Kasten dicht gehalten. Ich hebe selten einzelnen Spieler hervor. Freddy war sehr souverän hinten und das hat sich dann auf allen Vorderleuten auch übertragen. Wie gesagt, wir haben einen kleinen Aufschwung gebraucht, erkämpft. Heute ist auch ein bisschen Fortuna in unsere Richtung gegangen. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Harold Kleiss. Gibt es Fragen an Harold Kleiss? In die Körper. Harold, wenn du nach der kurzen Zeit über deine 2-9 ein Zwischenfazit ziehen würdest, liege ich recht, dass Dimitrakos im Augenblick etwas weiter ist, einfach weil er durch Mudu in Schweden die europäischen Eisflächen besser kennt und dass Ryan Breck sich noch ein bisschen schwer tut, das Spiel zu finden? Frage nach Dimitrakos. Oh nein, so sehe ich das nicht. Nico ist vielleicht technisch der bessere Spieler, Steve ist ein anderer Spieler, auch ein hervorragender Spieler. Die sind beide ein unglaublicher Zugewinn für unsere Mannschaft, qualitativ und auch menschlich ein unglaublicher Zugewinn für unsere Mannschaft. Nein, würde ich jetzt nicht so sehen. Gut. Dankeschön, weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Rick Adon, give us a statement for the game, please. Well, as much as you want 3 points at home, it was a tremendous hockey game. Both teams played well on both sides of the puck. We couldn't ask for more out of our team in the first two periods. We had a lot of shots on goal. We had a lot of great scoring chances. Mannheim has played real well against us, actually, every time they played us this season. And tonight, they were just real good defensively, not giving up a lot of rebounds, but Freddie Brathwaite was there to shut the door at the critical times. And there's not much you can do about it some nights. Both teams did a great job on the penalty kill, especially with us having a late power play. And we dished the puck around, waiting for the right opportunity, and we got our one good scoring chance or two good scoring chances that we were looking for. Yeah, you could say, oh, you got to set up and blast away. But it's still that one good scoring chance you're looking for on the power play. And we did get them. Every time we had one, we just didn't capitalize. So, again, I'm proud of the way the players played. It was a great crowd. We would have loved to have 3 points to have the crowd celebrate after the game. But, again, you've seen a great hockey game tonight. And the only thing we're stymied by is, I think, in the back of our mind, you know, first place is there for you. And we're having just a touch of trouble trying to get over that hump to maybe grab that. But we have to forget about that. Just one game at a time now, and that's the way it has to be. So, all in all, I think it's been 11 games we've grabbed a point out of 11 games straight, at least. And that's not a bad streak for our hockey team as we're building here. So, again, Augsburg Sunday going to be tough, but congratulations to Harold. They hung in there and did a great job. Dankeschön, Ricardo. Ich fasse kurz zusammen.
Natürlich, wenn wir immer drei Punkte in einem Spiel holen, zwei Drittel haben wir sehr gute Chancen erarbeitet. Im letzten Drittel war es dann ein Kampf auf Biegen und Brechen. Fred Brathwaite war immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Insgesamt haben aber die Zuschauer ein tolles Spiel gesehen. Insgesamt muss man das Spiel natürlich jetzt abhaken. Man hat einen Punkt geholt, wie in den vergangenen 11 Spielen auch mindestens immer einen Punkt. Und am Sonntag in Augsburg heißt es dann auf ein neues. Gibt es Fragen an Rick Adorno? Das ist nicht der Fall. Wir bedanken uns heute Abend bei 5.375 Zuschauern hier im gut gefüllten Kölnpalast. Wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es dann heißt, hier beim Heimspiel in Hamburg-Friesers nächste Woche Sonntag. Weiter geht es zunächst für die Big Arena in Augsburg am Sonntag und dann in Köln beim Sky Live-Spiel am Freitag, ehe es dann hier zum nächsten Heimspiel kommt. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.